Ja, und sie bekommen wir im Moment gar nicht mehr zu fassen, denn bevor es für Livina nach Kiew geht, ist ihr Terminkalender natürlich wahnsinnig voll. Auftritte, Reisen, neues Album. Und deswegen können wir jetzt alle noch mal ganz kurz innehalten vor dem Finale und uns noch mal in Ruhe mit euch ihren Song anhören. Für Deutschland, Livina mit Perfect Life. Ja, wir haben natürlich schon über Livina gesprochen, aber von Nikita würde ich gerne heute wissen, wie findest du ihre Bühnenpräsenz? Jetzt haben wir gerade den Vorentscheid gesehen, in Köln war das. Ah, ja. Wie gefällt das dir? Was kann man machen vielleicht? Was könntest du dir vorstellen? Ich glaube, da wir ja noch ein bisschen Zeit haben, dass man wirklich sehr viel rausholen könnte bei ihr. Also da könnte man wirklich was verpacken, weil sie singt sehr schön. Wenn sie nur da steht, für mich wäre es zu wenig. Ja. Aber ich weiß auch, dass unsere Zuschauer manchmal auch weniger ist mehr denken. Es kommt immer ganz auf die Person an. Ich glaube aber, für mich wird es schwer. Wird es leider schwer. Ich finde sie sehr sympathisch. Aber was macht das für dich schwer? Also was ist das, was dich vielleicht nicht ganz... Ich glaube nicht, dass sie eine Bühnenpräsenz bringen wird. Ich glaube wirklich, dass sie da nackt stehen wird. Also nicht nackt natürlich, sondern einfach alleine stehen allein wird und singen wird. Und ich glaube, das reicht nicht aus, nicht bei unserer Konkurrenz. Thomas, dein Eindruck? Ja, das ist das Ding, was wir heute, was ich vorhin auch schon mal erwähnt habe. Also der Song an und für sich ist gut. Ja. Und ehrlich gesagt, oder der ist okay, sagen wir so. Oder, also, ne? Der hat was. Und vor allem hat da auch so eine gewisse Nachhaltigkeit. Ich habe auch schon oft so bestimmte Phasen davon im Kopf gehabt. Es ist ja schon sehr viel drüber gesagt worden und drüber geschrieben worden. Das meiste nicht sonderlich positiv. Oder nicht so sonderlich, zuversichtlich, sagen wir mal so. Weil Livina finden alle nett. Letztlich die Zuschauer haben sich mit einem fantastischen Votum für sie entschieden. Und haben sich mit einem großen Votum auch für diesen Song entschieden. Und das ist für mich da ein Fehler gewesen, ehrlich gesagt. Ich war vollkommen geschockt in dem Augenblick. Ich hatte das Abstimmungsverhältnis gesehen und dachte, Wildfire hat gewonnen. Also mein erwarteter Sieger. Und dann war es aber Perfect Life. Und da war ich wirklich überrascht. Der andere Song wäre für mein Befinden viel, viel besser gewesen. Ich glaube, wir verlieren 10 Plätze dadurch, dass wir den falschen Song gewählt haben. Aber das kann ich natürlich leicht sagen, weil ich muss es ja nie nachweisen. Und wegen diesen ganzen Zweiflern habe ich mir nach positiven Signalen gesucht und habe was gefunden. Und zwar habe ich mal ausgepackt. Und zwar sehr interessant, die Zahlen der Online-Abrufe bei Spotify und bei YouTube. Bei YouTube hat der Italiener gerade die 100 Millionen Klickzahl überschritten. Wunder. 100 Millionen, das muss man sich mal reinziehen. Und da liegt Livina immerhin auf Platz 11 mit 2,5 Millionen Klicks. Und bei Spotify wird sie noch häufiger gehört. Bei Spotify ist Schweden am meisten gehört worden. Und da liegt sie von allen 42 Teilnehmerländern auf Rang 5. Wow. Immerhin.